Who yeah, I'm the King. Who yeah, Master of the Ring. Ja, und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Super Smash Bros., nachdem wir im letzten Part mit Donkey Kong Lucina besiegt und damit freigeschaltet haben. Ja, hier, wo ist er? Wo ist er? Lucina? Lucina? Da! Lucina! Lucina! Yeah! Jetzt. Ja, egal. Auf jeden Fall machen wir dann diesmal mit Diddy Kong weiter und ich würde sagen, wir nehmen hier einfach mal ein grünes Outfit, weil was können. Oder wobei, ja, blau gefällt mir eigentlich. Na komm, ich nehme jetzt mal das Grün. Und dadurch, dass Diddy Kong, also Diddy Kong ist für mich relativ neu. Ich habe mal kurz mit ihm in Smash gespielt, im Brawl. Aber ansonsten ist Diddy Kong für mich relativ neu, von daher denke ich, ist 5.0 schon sehr ambitioniert. Aber ich versuch's. Ich gebe mein Bestes und möchte deswegen eigentlich erstmal hier gegen Kirby kämpfen. Ist zwar eigentlich keine gute Idee, dadurch, dass Kirby dann völlig auf mich fixiert ist. Auf der anderen Seite habe ich nicht so viel Chaos und kann vielleicht ein wenig ausprobieren. Auf was ich allerdings nicht geachtet habe, ist die Map. In diesem Fall die Lilith-Patrouille. Und mit der Lilith-Patrouille habe ich bisher ja relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Weil ich eigentlich immer rausgeflogen bin. Aber Diddy Kong lässt sich zumindest, wenn man die Spezialattacken hier mal außen vor lässt, so eigentlich ganz gut spielen. Da kann ich aufladen. Alles klar. Wow, was geht denn hier ab? Hat der denn gerade angesprungen? Das ist ja unfassbar. Alles klar. Ich finde die Attacke sehr witzig. Aber ja, soweit bisher gefällt mir Diddy Kong eigentlich doch ganz gut. Hätte ich nicht gedacht, im Brawl kam ich irgendwie nicht so mit ihm klar. Aber noch habe ich auch die Hoch-B-Attacke nicht eingesetzt. Das kann natürlich alles ändern. Deswegen hier bitte ein Viererkampf. Zero Suit Samus. Ja, mit Zero Suit Samus und Palutena auf jeden Fall mal zwei sehr attraktive Kämpfer und dann mit Pikachu halt noch Pikachu. Okay, alles klar. Ich muss die Hoch-B-Attacke vorher aufladen. Das ist gut zu wissen. Ja, das ist tatsächlich gut zu wissen, weil wenn man das nicht... Ah, verdammt. Weil wenn man das nicht... Hey. ...gewusst hätte, dann ist das mit dem Zurückkommen nicht so cool. Oh, der... Wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Ich kenne den nur unter Yellow Devil. Ist das dann der gelbe Teufel? Das klingt sehr blöd, aber okay. Ich glaube ja fast, ich kann Palutena eher so besiegen, als den gelben Teufel hier fertig zu machen. Auf der anderen Seite habe ich es hier jetzt gemacht und dadurch Palutena dazu gebracht, mir in den Schlag zu laufen. Ja, hier Taktik und so. Kaum habe ich hier einen ordentlichen Controller, habe ich es voll drauf. Weiß ja auch nicht. So, ich bin jetzt vor allem mal gespannt, gerade gegen Captain Olimar. Könnte es hier jetzt eventuell schwierig werden, weil Captain Olimar ist immerhin mein Gegner und jetzt schon in der dritten Runde. Aber als Belohnung kriege ich ein Spezialticket. Das heißt, wir könnten innerhalb der nächsten paar Parts eventuell mal wieder Crazy Orders sehen. Wäre sehr gut möglich. Ich habe vergessen, meinen Namen wieder reinzuschreiben. Jetzt bin ich wieder Sp 1. Falsche Richtung. So. No! Gerettet. In letzter Sekunde, glaube ich, tatsächlich sogar.
nicht weg. Da hat mich irgendwas getroffen. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Yoshi. Pete. Ich habe gerade Pete gesagt, glaube ich. Wollte eigentlich Pit sagen, aber okay. Ja, ich glaube Lucario, wenn mich nicht alles täuscht, Lucario ist auch ein Gegner, der stärker wird, umso mehr Prozente hat. Von daher, vor Lucario sollte man sich gerade bei solchen Kämpfen in Acht nehmen, wo es relativ einfach ist, viele Prozente zu sammeln, weil da geht es relativ schnell ab mit Lucario. Aber hier auch das Spezialaufträge-Ticket. Alles klar. Ich bin nervös, ein wenig, aber noch habe ich es auf, ja, auf 5.0 bin ich echt gut dabei. Das muss man echt. Ich kann mir zwei Teampartner wählen, ja, dann nehme ich natürlich Yoshi, Palutena und Yoshi. Mr. Game & Watch. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich Super Smash Bros. Spiele? In meiner Announcer-Stimme? Ich glaube, das habe ich noch nicht. Denn wir spielen hier Super Smash Bros. Ich mag das. Eigentlich sollte ich damit wieder anfangen. So ab und zu mal. Wenn ich mit jemandem spiele, den ich mag. Oder auf einem hohen Schwierigkeitsgrad. Stufe 5.5. Oder so. Ich weiß ja auch nicht. Ich habe Spaß daran, mit meiner Announcer-Stimme zu sprechen. Ich gehe mal stark davon aus, dass die echte Announcer-Stimme noch um einiges besser ist als meine. Aber ich find's cool und hab Spaß. Von daher. So, Palutena, setzt das Item. Hast du es? Ja, sehr schön. Hat nur niemanden getroffen. Aber hey, wir stehen alle drei noch da. Der Gegner ist besiegt. Ich habe zwar, glaube ich, nichts gemacht daran, aber. Ende! Was mich jedoch eigentlich mal interessieren würde, ob die deutsche Announcer-Stimme tatsächlich so eine Stimme hat oder ob die irgendwie noch mit Computer entsprechend angepasst wurde. Fragen über Fragen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals herausfinden werde. So, in dem Fall hat uns die Stoppuhr sehr geholfen, denn sie hat tatsächlich nur sie verlangsamt und nicht mich. So, und hier hinten läuft das Balance-Board rum, sehr witzig. So, und ich möchte jetzt bitte, dass ihr zu Hause alle aufsteht und die Yoga-Übung hier hinten nachmacht. Ja, einmal. Ich meine, ich kann jetzt nicht, ich bin beim Spielen, aber. Er sagt uns ja sogar, was wir tun müssen eigentlich. Wäre es jetzt nicht schon vorbei? Wäre ich ein bisschen leiser gewesen, hätte man es gehört. Er hat irgendwas gesagt von wegen beim Ausatmen oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele hier nur. Soll ich plötzlich noch Ahnung haben? Ich glaube, es hackt. So, bereit, bin mir nicht sicher, bin ich bereit, eigentlich ja nicht. Diddy Kong! Diddy! P. Diddy! Oh ja, P. Diddy. Ich glaube, falls ich irgendwann mal Diddy Kong Amiibo hab, den nenne ich P. Diddy. Das ist so. Das ist tatsächlich witzig. P. Diddy Kong. Ach, ich wollte smashen eigentlich. Okay. Geaced habe ich das hier. Geaced. Wobei ich glaube, ich wurde getroffen. Von daher vielleicht nicht ganz geaced, aber ich war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich war Diddy Kong-mäßig echt gut drauf jetzt. Gegen Meister.
gegen Meisterhand und Crazy. ich versuche gar nicht erst eine Crazy Meisterhandstimme noch zu kriegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Treffer. Oh, Leute, lasst mich doch auch mal angreifen. Ich will mitspielen. Okay, dann halt nicht. Oh, ich kenne das. Das hier läuft nicht gut. Nein, 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 nein. Hey, pfui, aus. Lass mich in Ruhe. Nee, das hier läuft tatsächlich nicht gut! Wow. Ich sollte das Ganze vielleicht nicht unbedingt... So, jetzt hier aber... auf die Nuss. Ich bin erstaunt, wie viel ich hier noch tatsächlich gegen die beiden kämpfen muss. Ist hier noch kein... Es scheint hier ja tatsächlich irgendwie nur gegen die beiden zu laufen. Das wundert mich jetzt. Ich dachte, ich müsste hier auch gegen das Chaos-Ding da fighten. Aber komm, auch nicht. Kann ich dagegen eigentlich irgendwas machen? Also rein interessemäßig? Ich glaube ja nicht. Mit der Kokosnuss, wollte ich schon sagen. Mit der Erdnuss. Puh. Puh. Endergebnis. Ja, ach, Endergebnis. Das war jetzt gegen Meister und Crazy Hand war jetzt nicht mehr so das Wahre, aber ich bin zufrieden. Zufrieden genug auf jeden Fall. Krieg hier Feuerwerk, hab's geschafft, ohne ein Continue zu benutzen. Und auf 5,0 ist okay. Ist okay, finde ich absolut in Ordnung. Da wäre ich fast abhanden gekommen. Nee, so sollte das natürlich nicht passieren, aber klappt's hier oder klappt's nicht? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es klappt nicht so. Ich kriege ja aber auch nur diese Items, mit denen ich gerade nicht so viel anfangen kann, glaube ich. Ich glaube, eine Bombe wäre mir in dem Fall tatsächlich mal lieber. Ja, da kommt doch so eine X-Bombe. Eine X-Bombe ist doch hier jetzt mal echt praktisch. Vielleicht aber auch nicht. Das hier gezielt zu schlagen ist echt schwer teilweise. Also unterschätzt das mal nicht. Bombe ist mir definitiv abhanden gekommen. Ach komm, ist denn hier nix? Na gut. Nee, also das hier wird definitiv nischt. Nee, das hier wird definitiv sowas von nischt. Na gut, egal. Mein Gott, ob ich jetzt die Credits schaffe oder nicht, das ist jetzt halb so wild.
Immerhin, Didicom applaudiert sich selbst. Das ist doch okay. Von daher machen wir an dieser Stelle einfach mal Schluss, denke ich. Und ja. Freuen uns über einen weiteren gewonnenen Part. Von daher Schwimmkappe noch erhalten und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es mit einem anderen Charakter weitergeht, nämlich Mr. Game & Watch. Alles klar.